Ein Lagerhaus in der Nähe der Stadt Lviv. Bislang kommen die meisten Waren aus dem Westen, vor allem Zigaretten und chemische Baustoffe. Im Gegenzug transportiert die Spedition Holz und Stahl Richtung Westen. Die Ukraine hat wenig konkurrenzfähige Produkte für die EU, trotz Zollfreiheit, meint der Lagerhausmanager. Eine wichtige Voraussetzung für den freien Warenverkehr setzt sich jedoch durch. Seit dem Maidan, seit der Revolution hat sich in der Ukraine viel verändert. Der Zoll arbeitet viel schneller und effektiver und somit können auch wir die Lieferungen schneller bearbeiten. Außerdem haben die schikanösen staatlichen Kontrollen von allen möglichen Behörden aufgehört. Das ist sehr hilfreich. Die Zollfreiheit mit der EU bringt jedoch nicht für alle schnelle Erfolge. Dieses Unternehmen stellt im Osten der Ukraine Plexiglas her. Seine bisherigen Auftraggeber aus der Kaukasusregion halten sich wegen der Unruhen im Land mit Bestellungen zurück. Helfen könnten Exporte in die EU. Doch dafür fehlen wichtige Voraussetzungen. Wir haben bislang kaum Kontakte in die Europäische Union. Wir müssen dort erst einmal Kunden finden. Bessere Kontakte in die EU hat traditionell der Agrarsektor. Die Ukraine ist ein führender Produzent von Weizen, aber auch von Sonnenblumenkernen und Raps. Es fehlen allerdings moderne Lagerhäuser und entsprechende Hygienestandards. Deshalb haben nur rund 10% der Getreideexporteure EU-Zertifikate. Trotzdem gehen Experten davon aus, dass allein in diesem Jahr rund 400 Millionen Euro Zollgebühren eingespart werden können. Das ist die Herausforderung für die Landwirte, dass sie mit dem gesparten Geld ihre Produktion verbessern, neue Technik anschaffen, um somit auf längere Sicht die EU-Exportchancen zu verbessern. Wie Zollfreiheit langfristig wirkt, zeigt das deutsche Kabelwerk ODW. Ein Sondergesetz erlaubt dem Unternehmen bereits seit 15 Jahren, hier Lohnfertigung zu betreiben. 1.500 Menschen stellen Kabelverbindungen für die Autoindustrie her. Das Unternehmen profitiert von niedrigen Löhnen. Genauso wichtig ist aber auch die zollfreie Einfuhr von Rohmaterial und die zollfreie Ausfuhr der Fertigwaren. Schon jetzt ist der Westen der Ukraine die Hochburg der europäischen Kabelindustrie.